Episode 1 Infoströme bewältigen. Und worum geht es heute? Um die Informationsströme. Das World Wide Web, Internet, hat ja so diese Netzmetapher, dass alle Seiten über irgendwelche anderen Links mit anderen Seiten verbunden sind. Und Sie kennen das sicherlich auch. Sie gehen auf eine Website, sehen dort einen Link, klicken drauf, kommen zu einer anderen Website. Und so kann man sich ganz, ganz schnell durchs Netz bewegen, ganz, ganz viele Seiten sehen. Und heutzutage spricht man fast von einer anderen Metapher. Man spricht heutzutage von einem Strom. Das kann so ein kleines Rinnsal sein, ein kleiner Bach wie hier. Man setzt sich an den Rand des Stromes und schaut dorthin und sieht so, was für Informationsbrocken an einem vorbeitreiben. Das könnte über Blogs sein, dass dort aktuell was berichtet wird. Das könnte aber auch über Twitter sein und andere Neuigkeitenströme. Und die neue Metapher ist jetzt die, dass man sich sagt, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, wenn ich zu einem Thema was wissen will, dann schaue ich kurz in diesen Strom rein, fisch mir da ein paar Sachen heraus, mit denen arbeite ich dann weiter, und wenn ich dann nicht mehr mich damit beschäftige, dann strömt dieser Strom natürlich weiter, aber das macht mir nichts aus, weil das nächste Mal, wenn ich dann wieder mich mit dem Thema beschäftige, schaue ich wieder auf den Strom, da sehe ich wieder die aktuellsten Sachen, und falls irgendwas, was in der Zwischenzeit runtergeströmt ist, wichtig war, dann sollte es eigentlich immer wieder aufgegriffen werden vom Strom und dann aktualisiert wieder dort erscheinen. Insofern ist die Strommetapher ganz passend zu dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema, wie kann ich mir Informationen abonnieren, Informationsquellen abonnieren im Internet. So, da erkenne ich jemanden, Lisa Rosa. Die hat einen Blog, Shift heißt der. Dann kann ich das anschauen und sehe, oh, das sind relativ lange, substanzielle Beiträge. Das hier übrigens Sugata Mitra, der hat ein ganz spannendes Projekt gemacht in Indien mit einem, ja, Hole in the Wall, ein Loch in der Wand, und da hat er einfach einen Computer reingesetzt mit Internetzugang, ohne Erklärung, irgendwas, und die indischen Dorfkinder haben sich da Lesen, Schreiben und Englisch selbst beigebracht. Ein ganz spannendes Projekt. Und wenn ich jetzt sage, wunderbar, diesen Blog, den möchte ich folgen, wie soll ich denn jetzt diesen, das abonnieren? Ich könnte jetzt normalerweise einfach ein Lesezeichen mir hier ablegen. Der Nachteil dabei ist aber, dass ich dann das Lesezeichen nur in meinem Browser habe und ich deswegen trotzdem noch nicht mitgeteilt kriege, wann es hier einen neuen Beitrag gibt. Und wenn wir mal ganz kurz anschauen, 3. Dezember hat Lisa Rosa geschrieben. Der nächste Eintrag ist vom 20. November. Da sieht man, es sind immer längere Beiträge, aber vielleicht einmal im Monat. Und ich möchte jetzt nicht jede Woche hier auf den Blogs gehen, um dann nur zu sehen, dass dieser Rosa nichts geschrieben hat. Deswegen möchte ich es gerne abonnieren. RSS ist die Bezeichnung für solche Blog-Abos. RSS, Real Simple Syndication, wirklich einfache Verbreitung. Das ist im Grunde eine Information, die Webseiten im Hintergrund anbieten und die man abonnieren kann, diesen RSS-Feed, und damit kann man einfach Inhalt der Website abonnieren und kriegt dann die neuesten Beiträge, ohne auf die Seite selbst zu gehen. Das ist so, damit kann man sich so eine persönliche Zeitschrift zusammenbasteln. Ja, das passiert erstmal, was man nicht wie was machen soll, also gibt man ein RSS-Feed abonnieren Google Chrome. Und dann kriegt man das entweder Schritt für Schritt erklärt, oder man sieht hier gleich, es gibt eine Erweiterung RSS-Abonnement von Google. Dann gehen wir mal auf unsere Shift-Seite und machen einen Reload. Und et voilà, wir haben ein kleines RSS-Feed-Icon. Da steht jetzt zum Abonnieren klicken. Klicke ich drauf.
Und jetzt kann man hier verschiedene Sachen abonnieren. Man kann nämlich zum einen die Beiträge selber abonnieren. Ich könnte aber auch die Kommentare dazu abonnieren, wenn mich das besonders interessiert, was hier für Kommentare gesetzt werden. Müssen wir schauen, inwieweit hier überhaupt. Da gibt es neue Kommentare. Bei manchen Blogs sind die Kommentare fast noch interessanter als die Beiträge. Nicht bei dieser Rosa, da ist eigentlich beides genauso interessant. Also sagen wir, ich möchte jetzt hier in dem Fall aber nur den Feed haben. Und jetzt wird gefragt, wie soll ich denn das eigentlich abonnieren? Es gibt extra Programme, mit denen Sie solche Feeds abonnieren können. Das war so ein bisschen meine Sicht durch RSS. Die technischen Hintergründe, die sparen wir einfach aus. Die Idee ist tatsächlich, dass diese RSS-Feeds die Inhalte bereitstellen von den Websites und andere Dienste, wie wir jetzt gerade gesehen haben, sich diese Inhalte raus herholen von den Seiten und ihnen dann in einer ganz bestimmten übersichtlichen Weise darstellen können. Potenziale für die Bildung ist klar, also zum ersten Mal hohe Aktualität von Informationen. Was wir jetzt uns nicht ganz so stark angeschaut haben, ist das sogenannte Trackbacking. Trackbacking bedeutet, dass wenn wir mal auf so einem Blog sind von zum Beispiel Lisa Rosa, da hatten wir ja unten gesehen, dass es da 9 Kommentare gab. Das müssen aber nicht unbedingt Antworten sein, die die Personen jetzt direkt hier auf der Webseite eingegeben haben, sondern das können wir hier, das kann ein Blogpost sein, wo jemand einfach auf diesen Blog-Eintrag von Lisa Rosa verwiesen hat. Wir gucken uns den jetzt einfach mal an. Und das wird jetzt automatisch verlinkt und bei Lisa Rosa angezeigt. Das heißt, es ist ein sogenannter Trackback. Ich kann jetzt hier sehen, dass jemand anderes auf diesen Blog, auf diesen Beitrag sich bezogen hat. Und komme dann plötzlich zu einer ganz anderen Website, wo jetzt im Endeffekt wie eine Art Kommunikation stattfinden kann. Also Lisa Rosa kann sich anschauen, wer tut eigentlich auf mich verweisen, dann kann ich eine Art Konversation über diese Blogs aufbauen. Und das hat natürlich ein hohes Potenzial für einmal Gruppenbildung, aber auch insgesamt halt zur Vernetzung, zur Diskussion von Inhalten. Man kann es auch nutzen für das Sharing von Inhalten. Da kommen wir noch auf einen spä im späteren Episode nochmal genauer drauf. Und insofern, ich würde hier diese beiden oberen jetzt erstmal, um es nicht zu kompliziert zu machen, Aktualität und Vernetzung. Hier die Quellen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der zweiten Episode, wo es nochmal ein bisschen ins Detail geht. Vielen Dank, alles klar, tschüss.